Herzlich willkommen, mein lieben Freund, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Rivals Rewards öffnen und ich werde euch noch einen Trick erklären, wie ihr aktuell kein Fitness kaufen müsst. Und das Video ist natürlich wie immer von OneFootball unterstützt, Freunde. Wenn ihr die App braucht, ladet euch runter, ist auf jeden Fall linked in der Videobeschreibung, Freunde. Checkt es auf jeden Fall aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt drauf ein. Was hat es da auf sich? Ihr lest schon, keine Teamfitness braucht man aktuell. Ihr seht hier, ich habe hier ja aktuell komplett die Fitness unten, weil ihr aktuell einfach kein Fitness braucht. Ich habe in Squad Battles das getestet und in Rivals könnt ihr natürlich auch testen. Ihr müsst aktuell kein Fitness geben. Es ist aktuell der Bug, wenn ihr ins Spiel geht, obwohl ihr hier 50 angezeigt habt, ihr geht ins Spiel. Am Anfang ist die Statistik unten von der Ausdauer ist voll, ist einfach auf 100, besser gesagt auf 99. Ihr könnt es testen, wie lange das geht, ist noch nicht sicher, Freunde. Aber ich wollte es euch sagen, ihr könnt da natürlich ohne Ende Coins sparen, weil ihr einfach kein Team-Fitness-Karte oder Einzelteam-Fitness für die Spieler geben müsst. Es gibt nur ein Manko. Die Auswechselspieler, also die Spieler, die einwechselt, die verlieren Fitness. Keine Ahnung, warum das so aktuell ist, aber wie gesagt, das wollte ich euch sagen, Freunde. Wenn ihr natürlich neu auf meinem Kanal seid, abonniert auf jeden Fall, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Falls ihr auch so Infos, Tipps, dies, das braucht, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall Daumen hoch geben, Freunde. Ja, und dann, wie gesagt, würde ich sagen, können wir auch jetzt gleich mal zu den Packs gehen. Mein aktuelles Team seht ihr ja. Ich bin aktuell Liga 4. Wir kriegen aktuell auch nicht die besten Packs. Ihr seht mein Team, aber ich zeige euch auch noch, wie mein Team wahrscheinlich umgebaut wird. Ihr könnt gerne Verbesserungen reinschreiben, Freunde. Das ist nur so jetzt mal provisorisch aufgebaut, so ungefähr, wie man das Team bauen könnte. Zacharia, ich bräuchte hier noch einen guten Mann. Von mir aus könnte man auch, wäre halt schwierig, so. Falls ihr hier was Besseres wisst, Freunde, könnt ihr gerne reinschreiben. Ne? Würde mich freuen, wenn ihr Spieler kommentiert, die ihr auf jeden Fall gut findet, die nicht, vielleicht nicht so teuer sind, also ungefähr so Preis wie die halt, die hier drin sind. Ne? Ich brauche nämlich ungefähr noch 100.000, bis ich die ganzen Spieler erst überhaupt kaufen kann. Dann kann ich mir aktuell erst dieses Team leisten. Und ich würde sagen, wir holen jetzt die Rivals Rewards ab. Wir werden natürlich nicht die Coins nehmen. Ich habe überlegt, die Coins zu nehmen, aber für Video uninteressant, die Coins zu nehmen. Wir nehmen die Packs und ich hoffe, dass wir hier ja was Gutes bekommen. Man kann anschauen, was wir hier zur Auswahl bekommen. 45.000. Ja, das sind keine so geilen Packs, sind wir ehrlich. Aber untauschbar bringt mir halt überhaupt nichts. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall das mittlere. Ich bin auch auf dem mittleren drauf. Ja, nehmen wir mittlere mit. Und hoffen wir, dass wir da wenigstens Minimum auch die 45.000 rausholen. Den einen Walkout oder einen Spieler, der ein bisschen was bringt, aktuell ja sehr, sehr viel was wert, Freunde. Deswegen hoffe ich, dass die hier vielleicht ein bisschen gönnt. Schreibt auch gerne rein, was ihr in euren Rivals Rewards hattet, Freunde. Schreibt es gerne rein. Vielleicht hat ihr der eine oder andere da ein bisschen Luck gehabt. Ja, ich hoffe, dass wir hier wenigstens einen brauchbaren Spieler, wenigstens einen so 20.000, 25.000 Spieler. Ich würde sagen, wir fangen mit so einem Pack hier an. Gucken wir mal, was die uns hier geben. Ich hoffe natürlich direkt, dass wir hier jetzt, dass die uns hier was geben. Ja, leider nicht. Vielleicht ein Sissoko oder, ach du Kacke. Malus. Wir können mal kurz durchgucken, was wir bekommen. Nicht so geil. In der Stadt schon mal. Ja. Okay, der kostet sogar ein bisschen was, wahrscheinlich wegen Rating. Wir gehen einfach kurz die ganzen Spieler durch. Aber das ist ja, ich hätte wahrscheinlich die Coins nehmen sollen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Packs. Ja, also das ist bis jetzt gar nichts wert, dieses Paket. Das ist wirklich nicht gut. Die Silberspieler, ja, Bronzespieler sind auch fast bestimmt gar nichts wert hier. Er ist nicht schlecht für Top-Partien, ist ja Gala gegen Dings, Fenner und nicht die hier. Ja, erste Pick schon mal so gesehen minus gemacht, weil wir müssen so gesehen 15.000 aus dem Pack holen. Holen wir hier niemals raus, sind wir ehrlich, Freunde, holen wir hier niemals raus. Ja. Heute Abend werde ich natürlich auch wieder streamen, Freunde, könnt ihr gerne vorbeikommen. Den Livestream natürlich auschecken, werden wir natürlich wieder Rivals weiter spielen, wenn wir versuchen uns weiter hochzuschießen und ich hoffe, dass die jetzt hier einen Leinwandspieler geben und uns nicht komplett ja, ins Minus treiben. Komm, gib was. Ach du Kacke. Bin der Sissoko oder. Ach du.
hätte wirklich, also letzte Pack kann vielleicht noch retten, aber ich glaube nicht, dass der teuer ist, nein. Auch nichts wert. Zweite französische, der ist natürlich auch nichts wert, also ja, wir sind hier gut an die Wand gefahren bis jetzt mit den zwei Paketen. Also der ist vielleicht sogar was wert, der Engländer hier. Ist das selten? Ich denke mal ja, oder? Wie sieht man das selten? Ja, den kann man theoretisch auch erbieten hier, den für 150. Ja, ist schon geboten, okay. Ja. Ich hoffe, das letzte Pack jetzt gönnt. Wenn nicht, war das Richtung die nächsten 100.000 zu kommen, Freunde. Nicht so geil, wenn wir ehrlich sind. Ja, belastend auf jeden Fall. Gehen wir rein ins letzte Pack, Freunde. Ich hoffe, dass die liefern. Bitte, yeah. Bitte enttäuscht mich nicht. Komm, bitte gib mir jetzt wenigstens einen Spieler. Ja, komm, bitte einen guten Spiel. Lozano? Lozano wäre gerade so okay gewesen. Das, was ich das abstoß, immerhin 10.000, okay. Aber schon belastend, wenn wir ehrlich sind. Es sind halt viele Spielerfreunde, aber ist trotzdem nicht gut. Ich denke, wir haben so 20.000 weniger bekommen, wie wenn wir die Coins genommen hätten. Belastend, sind wir ehrlich, ist belastend. Fendi-Worte. Ich dachte, dass wir hier wenigstens einen gescheiten Spieler ziehen. Was ist denn eigentlich stinks wert? Dieser Wähler. Ein Main 3000. Hauen wir auch direkt weg. Drauf. Chaka können wir noch mitnehmen wegen Top-Athen, aber belastend, sehr, sehr belastend, Freunde. Ich werde euch auch jetzt noch zeigen, dass das geht mit diesem Trick. Wir werden nonstop, okay, hier noch Pause-Pick-Methode ein bisschen noch gemacht, den Liverpool-Spieler hier verkauft. Ja, wir werden jetzt noch ich werde einfach jetzt schnell ins Squad-Battle-Spiel gehen, Freunde. Werden jetzt auch hier nichts Dolles spielen, vielleicht breche ich es auch ab. Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel jetzt. Gehen einfach mal rein. Ich zeige es euch einfach. Wir gehen natürlich jetzt mit dem Hauptteam rein, dass ihr am Anfang seht, dass ich euch hier nichts, keinen Schwachsinn erzähle, dass es auch stimmt. Wie gesagt, weil ja, nicht, dass es hier dann, ja, ihr seht hier, die haben jetzt, ich schneide jetzt extra nichts ab hier. Ihr seht hier, die haben jetzt alle 50, 60 Fitness und wie gesagt, ihr seht jetzt ohne Cut, ich drücke natürlich schnell weiter, seht ihr natürlich, ich mache kurz Mikrofon rein, dass ihr die Kommentatoren nicht hört, weil die wollt ihr nicht hören, die da waren gefühlt nur Schwachsinn, aber ja, drücken wir einfach weiter, ihr seht hier, das ist immer noch dasselbe, weiter. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Und jetzt werdet ihr gleich sehen. Wie gesagt, ich muss ja nur kurz warten. Und dann seht ihr, dass das so ist, Freunde. Wie gesagt, das hat mir ein Abonnent gestern im Stream gesagt. Auf jeden Fall mega korrekt. Ihr könnt dadurch natürlich en masse Coins sparen. Wenn ihr das macht, Freunde. Ist natürlich sehr, sehr effektiv. Komm, mach hinne. So, Freunde. So, Anstoß. Und was seht ihr? Wo ist die Anzeige? Zeigt die Anzeige jetzt bitte. Hallo. Ihr seht links unten. Die Spieler sind alle voll. Ich glaube, kann man sogar sich anschauen. Gehen kurz Pausenmenü. Ihr seht, die ganzen Spieler sind noch voll. Und ihr seht, ihr habt eben gesehen, die waren auf, ja, die waren auf 50 irgendwas. Ne? Ich habe mit denen schon jetzt bestimmt 7, 8 Spiele ohne Teamfitness geben oder Normalfitness geben
einfach so durchgespielt. Das könnt ihr einfach so machen. Ihr seht hier, die Auswechselspieler, die verlieren die Fitness. Aber ja, der Rest ist, bei den restlichen ist das nicht so. Geht, wie gesagt, Squad Battles und Rivals. Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall sehr interessant für den einen oder anderen. Für euch, Freunde, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Video. Schreibt mir gerne rein, auch was ihr gezogen habt für die Rewards, Freunde. Ich hoffe, eure waren besser wie meine. Meine waren ja grauenhaft, muss man leider sagen. Wieder nichts Gutes gezogen. Auch Squad Battles Rewards waren ja dem letzten so okay. Waren schon besser wie die Rewards gerade hier. Ja, ab nächster Woche sind wir eh höhere Liga. Deswegen. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Video. Gebt sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Time, meine Freunde.